Leute, und damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal von Assetto Corsa. Ihr seht schon, Lotus Type 25 auf Stanford. Den Wagen werden wir heute einmal fahren. Ein Klassikwagen, den man kennt. Wir hören mal rein. Ja, das ist nämlich der Lotus Type 25. Wir sind heute auf Stanford unterwegs. Und wir werden heute mal wieder im Trainingsmodus ein paar Runden fahren. Bevor alles losgeht, fahren wir einfach erstmal. Im Lotus Type 25 hier auf Stanford. Beim letzten Mal wieder Japan Pack. Heute geht's mal mit den klassischen Wagen los. Natürlich. So, man kann das ausstellen. Okay, wir fahren erstmal mit Traktionskontrolle an und behaupten, ein bisschen Gefühl für den Wagen zu kriegen. Dann können wir ja später Traktionskontrolle auch nochmal ausstellen. Ja, ein sehr alter Wagen. Lotus Type 25, aber auch ein sehr schöner Wagen. Also ja, wie man sieht, es ist aber nicht viel in dem Wagen. Ja, das ist einfach so ein alter Wagen. Da ist zum Beispiel der Lotus 98T schon viel besser in Sicherheit an, aber natürlich auch viel schneller. Der alte Formel 1 Wagen, den wir natürlich auch testen werden. Wir werden hier jeden Wagen einmal testen. Es werden ja wahrscheinlich hier in Assetto Corsa auf der PlayStation noch so viele Streams und Folgen geben. Also da werden wir noch eine Menge Zeit für haben. Dann kommt ja auch noch dazu, dass es auch, denke ich mal, ja bald an DLCs kommen, was Porsche Pick auch angeht. Und ja, jetzt konzentrieren wir uns aber erstmal hier auf den Wagen. Ich fahre hier erstmal, wie man wahrscheinlich sehen kann, vorsichtig, um mich ein bisschen an den Wagen zu gewöhnen. Denn der lässt sich nicht einfach, wie man wahrscheinlich sehen kann. Weil es ist eben so ein typisch altes Fahrfeeling. Aber Leute, das ist doch so cool, ne? Ich finde es einfach so cool, wie man das hier wirklich sieht. Ich finde es einfach mega cool. Wir versuchen jetzt mal ein bisschen schneller zu fahren. Na toll, landen wir schon im Rasen. Und wieder Gas. Das Schöne ist, er untersteuert nicht so viel. Aber das ist eigentlich in Maßen. Das ist eigentlich noch okay. Von daher, klar, das ist bei alten so Autos so gewesen, dass man viel gegenlenken musste. Aber das finde ich auch gar nicht so schlimm, weil das ist einfach das Feeling, das man dann hat. Und das möchte man ja auch haben. Und das kriegt man hier definitiv. Ja, ich fand einfach die Kombination, während wir hier mal ein bisschen rauskommen. Lotus, alter Lotus und Stanford gar nicht mal so schlecht. Es ist eine sehr Strecke. Ich habe auch eine moderne Strecke. Es
ist jetzt keine von der Einstrecke. Oder irgendwie sowas. Also Sandford, da fahren ja. Ja. So, wir sind ja auch schon mal mit den GT3 Autos hier drauf gefahren. Wir haben ja auch die 1966er Variante von Monza mit den Wagen drin. Da werden wir dann wahrscheinlich einen der schnellen Lotus Classics fahren. So, ich würde sagen, eine Runde fahren wir noch so. Und dann machen wir mal die Traktionskontrolle aus. Und bin ich mal gespannt, wie viel ich dann arbeiten muss. Boah, ich schätze die Kurve mal viel zu schnell ein, dass man da schneller durch kann. Aber so schnell kann man da nicht lang. Ja, Licht haben die Wagen natürlich nicht. Da ja die Wagen dann früher auch und auch jetzt, ja, kann man, braucht man Licht. Ich meine, man fährt ja im Helm. Wenn man mal ein dunkles Rennen fährt, dann ist das ja gut ausgeleuchtet, von daher. Ja, der Wagen hat ein sehr schönes Handling, das merkt man direkt, wenn man den Wagen fährt. Also der ist nicht so schwer zu kontrollieren, auch dass er beim Anfahren ruhig bleibt, das ist sehr schön. Im dritten Gang finde ich den Wagen am gefährlichsten, muss ich sagen. Da wird es immer ganz schön schwierig. Gerade wenn man in der Kurve ist, auf einer Geraden natürlich nicht. So, immer leicht über den Curb. Man sollte mit dem Wagen natürlich nicht über diese riesen Curbs fahren, da das einfach für keinen von der 1 Auto das Richtige ist. Wir fahren mal so. Ja, also der Sound ist einfach cool. Wir waren jetzt gerade mal in der Außenperspektive. So, wir schalten mal die Traktionskontrolle aus, meine Güte. Da bin ich mal gespannt. Wir fahren hier langsam in die Kurve. Da ich nicht weiß, was gleich passiert. Okay. Bisher ist nicht so viel passiert. Es ist schon schwieriger, den Wagen irgendwie gerade zu halten. Das war knapp. Also wenn man noch aus der Kurve rauskommt, aber viel schwerer ist es jetzt nicht. Also ob man die anhat oder aus, ist eigentlich egal. Da ändert sich nicht viel. Boah. Jetzt kam aber gerade mal richtig mit dem Heck. Ja, wie gesagt, ich hab's ja immer nur wieder. Schreibt gerne weitere Kombinationen, zum Beispiel. Was weiß ich, Scuderia auf, Spar oder was weiß ich, gerne in den Chat, würde ich mich mega freuen. Dann kann ich auch eure Kombinationswünsche von Strecke und Auto machen.
Und wie das wahrscheinlich die meisten mitgekriegt haben, ich konzentriere mich momentan auf 4 Projekte, weil es einfach zu viel ist, so viel zu produzieren. Ja, ich konzentriere, ich kann das ja nochmal kurz sagen, während wir im Hintergrund fahren. Ich konzentriere mich auf Assetto Corsa, Project Cars und The Crew und Minecraft. Also Project Cars, Assetto Corsa, Minecraft und The Crew. Und da, ich glaube, dass das eine sehr gute Kombination ist. Möchte ich das auch erstmal so lassen. Plus den M235i Racing Cup hier in Assetto Corsa, der dann ja auch bald wieder stattfinden wird. Das ist so das, was jetzt das einzigste Nebenprojekt, sag ich mal, ist. Und ja, wenn ihr irgendwie ein Spiel, zum Beispiel Project Cars, jetzt nicht so immer so haben wollt, so täglich oder ja, alle 2 Tage, sondern zum Beispiel FIFA mehr oder was weiß ich mehr, dann schreibt es auf jeden Fall mal gerne rein. Zum Beispiel mehr Formel 1 oder so, das könnt ihr gerne rein schreiben. Und ja, dann gucke ich mal, wie das so wird. Es kam auch immer die Fragen, wann kommt man wieder an Minecraft-Stream? Ich habe momentan dann jetzt nicht mehr so viel gestreamt, außer diese Cups zum Beispiel. Hier bei Assetto Corsa oder ja. Aber es wird wieder welche kommen. Also es werden wieder Streams kommen, so viel kann ich euch sagen. Auch Minecraft. So. Boah. Jetzt kam aber mal richtig. Boah. Boah, was ist denn jetzt los? Boah, Hilfe! Bleibt mal bitte gerade! Oh, Leute! Ich hab's schon fast befürchtet, dass wir rausfahren. Oder aus der Bahn fliegen. Ich würde sagen, noch 2 Runden, also die und dann noch eine. Ja, ich finde es ganz cool. Also so langsam hat man sich ja an die Strecke und das Auto dran gewöhnt. Ich finde es sehr cool, die Kombination. Und ja, ihr wisst ja, Kommentare, ne? Könnt ihr gerne was reinschreiben. Feedback und ja, könnt ihr auch mal den Däumchen nach oben da lassen. Würde ich mich mir auf jeden Fall mega freuen. Und wenn ihr nicht abonniert habt, dann macht das natürlich auch. Bei beides würde ich mich freuen. Wir haben ja jetzt die 100 Abos ja auch geknackt, wo ich euch einfach nur noch mal Danke sagen kann. Hier auch in Assetto Corsa. Ja. Also, wie gesagt, es wird noch 2 Specials geben, die das noch nicht wussten. Das habe ich in einigen Videos schon angekündigt. Ich kündige es hier auch nochmal an. Es wird 2 Specials geben. Es wird dazu aber auch noch ein Infovideo kommen. Sonst müssen wir jetzt erstmal in die Kurve gehen. Da, wo der Wagen ganz schön quer kommt. Wir versuchen jetzt hier mal Vollgas durch. Okay, das wird nicht. Haken weiterfahren.
So, Leute, wir fahren mal in die Box. Wo ging die denn nochmal lang? Ach, genau hier. Hey, wartet mal, Leute. Ich will das mal kurz wissen. Schade. Wäre cool gewesen. Aber, das hätte ich mir fast gedacht. So, dann stellen wir uns hier nochmal hin. Classic Team Lotus, da steht's. Ja, an sich finde ich den Wagen, wie gesagt, ganz cool. Wir werden auch jetzt nochmal eine Runde fahren. Ich werde den Wagen nochmal zurücksetzen. Und dann fahren wir nochmal eine letzte Runde, Leute, nochmal Vollgas. Und ich konzentriere mich. Und, ja. Dann rede ich dann gleich weiter. Damit zum Thema schnelle Runde. Okay, Leute, da macht das ja keinen Sinn mehr. Ich konzentriere mich trotzdem. Um mir nochmal eine, ja, eine Ansatzweise gut durch die Kurven zu kommen und schnell. Hier kommen wir relativ schnell durch. Hier sind wir zu schnell durchgekommen. Oh, da sind wir aber mal. Uiuiui. Die Runde läuft aber mal gar nicht gut. Meine Güte. Komm da rum. Da waren alle anderen Runden besser als die. Ja, wahrscheinlich waren die Reifen schon warm. Naja, ist ja jetzt auch egal. Ich weiß aber jetzt nicht, wie viele Runden wir gefahren sind. Ist aber ja eigentlich auch egal. So, und Gas, 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 Gas. So. Und dann noch mal hier mit Vollgas über Start und Ziel. Sehr cool, Leute. Bremstest. Ganz okay, Leute, ne? Ich würde sagen, ich lasse euch mal in die Wiederholung und dann sehen wir uns noch mal gleich einmal. Warte mal. Kann man das nicht irgendwie hier ein bisschen vorspulen? Naja, Leute, ich lasse euch einfach mal mit der Wiederholung allein und wir sehen uns gleich wieder. Warum geht denn das so schnell? Ach, das war ganz am Anfang, Leute. Egal, dann lasse ich euch das hier mal mit der Wiederholung allein und dann sehen wir uns gleich wieder.
Ja, Leute, das war ein bisschen hier noch aus der Wiederholung. Wir können ja hier nochmal eine schöne Perspektive gehen, um dann nochmal die letzten Worte hier zu sagen. Ja, mal sehen, wann wir dann soweit sind. So, kriegen wir uns irgendwie noch ran. Gesund. Was haben wir hier? Ich weiß es zwar nicht, aber ja. Haben wir noch andere Perspektiven? Ich finde die eigentlich ganz cool, Leute. Und ja, an sich würde ich sagen, das soll es auf jeden Fall gewesen sein mit dem Auto. Ich warte mal. Hier sieht man nochmal das schöne Auto. Ja, das soll es gewesen sein mit der Folge. Assetto Corsa. Mit dem Lotus Type 25. Mit dem Classic Lotus auf Ascent. Fort, die Kombination ist sehr schön. Der Wagen lässt sich ohne Traktionskontrolle ein bisschen besser rausbeschleunigen. Man verliert dadurch aber Zeit und ohne die Traktionskontrolle gewinnt man Zeit, aber verliert durch das Querfahren ein bisschen. Und von daher lässt sich eigentlich, ist es eigentlich egal, ob man mit Traktionskontrolle oder ohne fährt. Das ist eigentlich egal. Und ja, wenn wir den Wagen hier nochmal sehen, wie gesagt, verabschiede ich mich. Danke, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Video einigermaßen gefällt, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Däumchen nach oben da. Schreibt Feedback oder weitere Kombinationen in die Kommentare. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann macht es auf jeden Fall für weitere Videos. Und sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Schauen.